Es geht um einen direkten Aufstiegsplatz in der zweiten Liga. Der SVW in Wiesbaden will den verteidigen gegen 29.000 Kehlen und gegen 11 Schwarz-Gelbe. Wir müssen unbedingt gewinnen, ja. Wir wollen unbedingt gewinnen. Das ist ein Kribbeln. Das ist jetzt einfach diese Zielgerade, auf die man so lange hingearbeitet hat. Das werden aufreibende Duelle und das wird sicherlich ein fantastisches Fußballspiel. Und Kutschke bekommt den Körper davor, bleibt liegen. Kortus sagt, weiterspiel. Kutschke immer noch am Boden, aber die Chance, das Tor! Und natürlich Haslan! Und nach 11 Minuten ist Dynamo Dresden auf einem direkten Aufstiegsplatz. Roxanne Isse und jetzt gibt's Strafstoß. Jetzt gibt's den Strafstoß. Brutal gegen Triljaza. Brutal, ganz, ganz cool. Und dann war er wieder weg. Der direkte Aufstiegsplatz für die SGD. Jetzt kommt der Ball. Knipping! Ohoho, Zentimeter am Tor vorbei. Hauptmann, unauffällig bislang in der zweiten Halbzeit. Super Ball für Conte. Aber da keiner im Zentrum. Doch der Hauptmann. Und der macht ihn rein. 2-1 SGD. Und dann ist Dynamo wieder auf dem Aufstiegsplatz nach 70 Minuten. Boah, was für ein schlimmer Ball. Von Gülien, jetzt aber Wolkowski, das muss es sein, Lemmer, das ist es! 3-1! Wiesbaden erledigt sich selbst! Es war ja klar, dass das hier passieren kann in Dresden. Dresden ist gut drauf, mit Sicherheit vom Kader her die stärkste Mannschaft in der Liga, dass man hier auch verlieren kann, war uns ja bewusst. Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg. Ich glaube, das war schon eines der besten Spiele, die wir abgeliefert haben. 3-1, Dynamo gewinnt das absolute Topspiel. Im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.